So, jetzt gibt's wieder TV Total. Wir kommen frisch aus der Sommerpause. Alle sind gesund, alle sind topfit. Nur ich bin sterbenskrank. Ich glaube, ich stehe die Sendung nicht durch. Und unser ProSieben-Hausarzt, Herr Frost, hat schon gesagt, ich hätte Malaria. Ich muss eingeschläfert werden. Stimmt's? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das gesagt hatte, aber ich fühle gerade noch mal den Puls. Tot. Also simulant würde ich nicht gerade sagen, aber für eine Krankschreibung reicht's nicht. Das heißt, ich muss jetzt arbeiten, oder? Ich fürchte, ja. Sonst kriege ich von ProSieben. Weiß ich nicht, wie die Geflogenheiten hier sind im Haus. Ja, also wo sind die? Ja, schade. Naja. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan. Bei TV Total. Und Sie merken, es geht mir nicht nur schlecht, es geht mir dreckig. Ja, ich bin eigentlich in einem Zustand, wo andere Leute schon zur Obduktion gerollt werden. Ja, das ist kein Witz. Ich war auch heute Morgen schon beim Arzt und so. Ich bin im Prinzip klinisch tot, aber wir haben uns gedacht, für ProSieben reicht's noch. Ja, Sie sehen, so sieht kein gesunder Mensch aus. Schauen Sie mir mal in die Augen, wollen Sie das mal sehen? Hören Sie mal. So sieht doch kein gesunder Moderator aus. Wir haben auch hier den offiziellen ProSieben-Arzt direkt mitgebracht. Guten Tag, das ist der Herr Fröstl. Riesenapplaus für Herrn Fröstl. Was ist denn so? Herr Fröstl, Herr Frost. Jetzt habe ich den Herrn Frost schon mal zum Herr Fröstl gemacht, weil ein Moderator bei ProSieben, ne? Bei ProSieben gibt es einen Nachrichtenmoderator, der heißt Fröstl. Machen Sie sich nichts drauf. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Genau. Schüttelfrost. Sie sind der Schüttelfrost, nein. Können Sie feststellen, was ich habe? Unter Umständen ja, ich würde es versuchen. Ja. Können Sie mal irgendwas abhorchen oder so? Dass wir, also, glauben Sie, also vom ersten Eindruck bin ich in der Lage, meinen Sie, ich mache das bis zum Ende der Sendung noch? Ja, mit den Prognosen ist immer schwierig. Ich würde das im Nachgang entscheiden wollen, wenn Sie überlebt haben. Aber horchen Sie mal ab. Ich rausche gerne mal ab. Ja. Müssten Sie zu dem Zweck den Rücken mal frei machen? Oh. Ja. Aber nicht mit der Kamera von hinten kommen. Nein. Okay. Ja, das reicht schon. Ha, ist er kalt. Ha. So, bitte mal tief ein- und ausatmen mit geöffnetem Mund. Oh, der ist echt, hören Sie. Nicht gut, oder? Nee, also hört sich jetzt gar nicht gut an. Sehen Sie? Nochmal bitte. Ja. Nicht gut, ne? Und nochmal. Nicht gut. Also ich würde sagen, bis zum Ende der Sendung klappt es. Bis zum Ende der Sendung klappt es noch, okay. Vielen Dank, Herr Frost. Herr Frost, meine Damen und Herren. Danke schön. Ich muss mir hin und wieder... Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mir hin und wieder die Nase putze während der Sendung. Aber wenn ich das nicht mache, klecke ich im Laufe der Sendung immer mehr so. Ja? Und da könnte Irritationen auftauchen und die Leute denken, ach, ist das nicht schon der Quatsch, komm in den Club mit Thomas Herbert. Meine Damen und Herren, letzte Woche ist der Bundeskanzler durch die östlichen Bundesländer gereist und ich habe eine erschreckende Szene gesehen. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Ich war geschockt. Hör mal, hol mir eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Er war unterwegs durch die Bundesländer. Es ist kein Wunder, dass er viel Bier trinken muss. Ja? Der muss sich nicht nur seine eigene alte, sondern auch noch 5 Bundesländer schön saufen. Und er ist danach weitergefahren mit dem Mofa, ja, Richtung Rügen. Dann ist er auf sein Mofa gestiegen. Schauen Sie sich mal diese Szene hier an. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Und dann ist er weiter. Und dann. Sind das die richtigen? Sind die gut? Homöopathisch. Pflanzlich. Homöopathisches Mittel. So, dann ist er weitergefahren nach Rügen am Strand. Schauen Sie hier, der Bundeskanzler. Sag mal, holen wir mal eine Flasche Bier. Und das Geschehen war so skandalös, dass am Abend der Pressesprecher des Bundeskanzlers das Ganze noch mal dementiert hat. Schauen Sie hier. Ja, dementiert. Sie wissen also, es war nicht so, wie Sie das vermutet haben. Jetzt muss ich Ihnen was zeigen. Pass auf, bei meinem Kollegen. Bei dem Kollegen Hans Meiser habe ich das hier gesehen. Jetzt passen Sie auf. Im Abspann. Stopp! Hier oben. Schreiben Sie uns zum Thema Jeder Tag die Hölle, ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Meine Damen und Herren, wie zynisch sind die Leute da bei Hans Meiser? Ja? Wenn Sie das auch nicht dufte finden und Sie wollen zu uns kommen, dann rufen Sie uns an zum Thema, ich bin taubstumm und habe kein Telefon. Nummer blenden wir Ihnen gleich unten ein. Da hat was Tolles gesehen im MDR. Ja? Schauen Sie mal das hier. Ich kann Ihnen noch ein altes Jugendlexikon der DDR geben, ja, für dieses bitte. Spiel, dass Sie fit sind. Nachher, Sie, liebe Zuschauer, sind ja garantiert fit. Fick. Ja? Meine Damen und Herren, bei RTL 2 wäre es ein Versprecher, wenn man statt Fick fit sagt. Ja? Und jetzt haben wir viele Anrufe bekommen, meine Damen und Herren, aufgrund der vorletzten Sendung, die wir hatten, unseres Sommer-Specials mit Sascha. Da gab es eine Szene, da haben die, hat das Publikum hier bei uns im Studio gelacht. Ja? Und die Leute zu Hause wussten nicht, warum. Ich zeige Ihnen die Szene aus der Sendung noch mal. Schauen Sie mal. Und ich habe ihn besucht. Du bist ja auch ein großer Fan von Tom Rose. Große Ratlosigkeit. Ich sagte zu Sascha, du bist ja auch ein großer Fan von Tom Jones und das Publikum hat sich weggeschmissen. Ja? Kein Witz in Sicht, ja? Aber das Publikum hat sich weggeschmissen. Warum war das so? Wir möchten Ihnen jetzt gerne geheimes, ungesendetes Material vorführen. Denn in dieser Sendung handelte es sich um eine technische Panne. Sowas passiert hin und wieder mal. Das heißt also, ein Beitrag ist zusammengebrochen und danach musste ich noch mal einen Satz wiederholen, ja? Damit wir das genau da dran schneiden können, weil wir in der Zeit zu lang waren. Sehr kompliziert, das haben wir dann aber rausgeschnitten. Und warum das Publikum an der Stelle mit der Frage, du bist ja auch ein großer Tom Jones Fan, so gelacht hat, erklären die folgenden 5,5 Minuten. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe ihn letztes Jahr besucht, da war hier diese Veranstaltung in Köln. Das habe ich ihn besucht, bin in die Garderobe, habe ich mit ihm gespielt. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Schauen Sie mal hier. Ich bin noch aufgeregter. Darf ich? Ja, das ist schon vorbei. Here we go! Yes? And you're still. Ja? Hallo, hallo. Jetzt kommt er zu mir und sagt er was. Wir haben ein technisches. Ich vermute, wir haben ein technisches. Wir haben kein technisches Problem. Wir haben ein technisches Problem. Aha, abgesetzt. Was? Nein. Einmal Tom Jones anmoderieren und das sehen wir nach der Werbung. Sonst kriegen wir zwei Probleme. Also die Anmoderation auf die Mats nochmal machen und dann aber in die Werbung geben. Vor der Mats. Was? Wer kommt jetzt nach der Werbung? Das kommt nach der Werbung. Genau, die Tom Jones Mats. Genau, also einfach nochmal. Ach, wir waren zu lang. Ah, meine Damen und Herren, da können Sie mal sehen. So ist das, wenn man mit Amateuren arbeitet. Aber da muss man durch. So, ich muss jetzt sagen, dass wir das mit Tom Jones nach der Werbung zeigen. Genau. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Wir tun so, als würden wir uns noch unterhalten, oder wie war das? Richtig. Ja. Was? Du bist ja auch großer Tom Jones. Du bist ja auch Tom großer. Ja! Was ist eigentlich das?
Das ist deins? Ja, bitte. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder und dann frage ich nochmal. Jo, ist deins. So. Ja. So, mein Taschentuch. Mein Taschentuch. Jetzt habe ich wieder. Ach so. Wir kommen hier. Mann. Ja, ja. Das funktioniert jetzt auch super, wenn wir das da genau dran schneiden, wo auf einmal stehen zwei Gläser. Ha! So, jetzt. Mit Vollgas. Was? Mit Vollgas. Ja. Zu spät umgedreht. So. Ja, Mensch. Gut. Ah. Wir müssen nur so. Tom. Ja. Ich kann nicht. Ich bringe es nicht über die Lippen. Du bist ja auch ein guter Mann. Das ist mir noch nie passiert, das erste Mal. Sie haben ein bisschen Zeit? So. Du musst sie nicht räuspern. Jetzt mal in echt. Du bist ja auch ein großer Tom Jones. Echt, ist mir noch nie passiert. Weil es ja auch überhaupt nicht lustig ist, aber. Immer noch. Ja. Wir ja. Können einfach, ich kann ja einfach sagen, hier. Ja. Du kannst einfach auch die Werbung moderieren und ja. Vielleicht ohne den Hinweis auf Tom Jones. Ja, ich kann einfach sagen. Und jetzt gibt's. Was? Ich hab was Schwarzes im Auge? Hast du Schwarzes im Auge? Was? Guck mal in die Kamera. Hast du was im Auge? Ja, stimmt. Du bist auch ein großer Tom Jones-Fan, oder? Da klappt's! Da klappt's dann auf einmal! Da sehen Sie! Und deswegen haben die Leute 10 Minuten später sich weggeschmissen, als ich Sascha gefragt habe, ob er denn auch ein großer Tom Jones-Fan sei. Hol mir mal eine Flasche Bier. Ich habe ein erschreckendes Geständnis bei RTL gesehen von Frauke Ludewig. Ich trage meistens keine Unterhöschen. Ah! Ganz schön bekloppt. So. Das war die Meinung von Barbara Ehlichmann. Ich trage meistens keine Unterhöschen. Und die Reaktion von Dieter Thomas Heck war? Das ist krass, das ist geil. Tja, meine Damen und Herren, Sie haben es wahrscheinlich gehört, in Mallorca ist die Hölle los. Auf der Schinkenstraße wird gestreikt. Ja, gibt's kein Bier mehr und alle Läden zugemacht und die ARD hat natürlich als erstes reagiert und eine neue Serie gemacht. Schauen Sie sich bitte die erste Folge an, Bierstreik. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Ha, ha, ha.
Meine Damen und Herren, ich habe was Interessantes gesehen bei. Wo ist denn das gelaufen? Weiß wieder keiner. Im Fernsehen. Ja. Ganz Interessantes gesehen im Fernsehen. Schauen Sie sich das hier mal an. Und. Dioré du Rue. Lernen kann das jeder, sagt Meister Ecker. Allerdings nicht im stillen Kämmerlein. Es schallt halt nur in der Höhe. Das Wichtigste beim Jodeln ist, dass man sich öffnet, frei macht und den Jodler schön frisch rauslässt. Und dann kommen sie auch. Ja, meine Damen und Herren, eine Jodelschule, ein Mann, der den Leuten Jodeln beibringt. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen habe ich ihn nominiert für den Rat der Woche. Nominiert heute bei uns Josef Ecker für seine Jodelschule. Heute bei uns Jodelschule, Entschuldigung. Heute bei uns geht das an Josef Ecker. Josef Ecker, nehmen Sie Platz. Moment, ich muss mal gerade noch kurz unseren Arzt noch mal fragen, Herr Frost. Darf ich in meinem Zustand jodeln? Ja, das käme auf den Test an. Also grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Grundsätzlich nicht dagegen. Ist das auch okay? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Würde am Jodeln nicht hindern. Würde am Jodeln nicht hindern. Stört Sie, macht Sie jetzt auch nicht irgendwie besorgt im Moment? Nein, im Augenblick, okay. Also was das Jodeln angeht, nicht. Nein. Alles klar. Gut, Herr Ecker, das sind Sie. Genau. Genau. Sie bringen Leuten das Jodeln bei in einer Jodelschule? Ja, richtig. Nur in Gruppen oder auch einzeln? Jeder, der kommt, ist herzlich willkommen und kann bei mir das Jodeln lernen. Das heißt, das ist Ihr Hauptberuf? Nein, mein Hauptberuf ist Musiklehrer an der örtlichen Musikschule. Ach so. Ich habe die Kleinen ab 5 Jahre bis Ultimo. Zum Jodeln? Nein, zum Singen. Und zum Musikinstrumente lernen. Und das Jodeln ist eigentlich erst vor 2 Jahren. Aus einer Idee entstanden. Und zwar war ich da in Sachen Touristik unterwegs in Bochum und bei Kollegengespräch. In der Jodelhochburg Bochum. Bitte? In der Jodelhochburg Bochum. Ja. Könnte sich Herr Ecker aber mir anstecken jetzt? Ist das kritisch für Herrn Ecker? Ja, wenn Sie in seine Richtung reden. Wenn Sie in seine Richtung reden, okay. Ja? Herr Ecker. Ich möchte Sie nicht anstecken, Herr Ecker. Ja, dann mache ich es auch so, ja. Oder? Nein, also Sie haben sich dann gedacht, okay, jetzt mache ich eine Jodelschule auf. Können Sie's? Ja, ich wollte eigentlich mal den Leuten das beibringen. Können Sie es mir erklären, wie es geht? Ja, natürlich. Zuerst kommt die Vorbereitung, das Abspannen des Körpers, viel Atemtechnik. Ja. Und zwar einfach so mit. Und dann vielleicht das. Nachmachen. Wissen Sie, was das ist? Bitte? Was das gerade war? Ich suche gerade das Fieberthermometer für Sie. Herr, unser ProSieben-Arzt, dem Mann geht's aber gut. Ja? Ich müsste ihn untersuchen. Im Augenblick sieht noch alles ganz gut aus. Ah, im Augenblick sieht noch alles ganz gut aus. Also, nochmal. Das ist eine Maus, die über ein Heizungsrohr gelaufen ist und hat sich die Pfötlein verbrannt. Aber ich denke, Sie geben Jodelkurse. Ja, das ist die Vorbereitung. Ach, das ist die Vorbereitung? Ja. Nochmal. Und dann geht's los. Soll ich ihn machen jetzt? Ja. Jo. Und wir stehen auf. Okay. Jo. So. So ist besser. So. War schon sehr toll. Sehr gut. Ja. Und jetzt guckst du mal das mit mir an. Jetzt habe ich den Ton präsentiert. Und jetzt singst du. Und jodeln. Dabei auf ihre Hand gucken, oder was? Auf deine? Auf meine Hand. Ja. Was hat damit zu tun? Hat das hilft die Hand dabei? Setzen wir uns wieder hin. Hilft die Hand dabei?
Ich arbeite sehr viel mit Gestik, weil das Auge ist auch mit dabei. Ja, wie? Ja, Haben Sie ein Jodler-Diplom? Ja, ich habe es vorher nach hinten gehalten. Ich wollte mal zuerst abwarten, aber, aber du hast es echt verdient. Ich habe es echt verdient. Ein Diplom. Von mir persönlich. Meine Damen und Herren, ein bisschen hier. Ich habe ein Diplom gerade. Sensationell. Vielen Dank, Josef Ecker. Josef Ecker, meine Damen und Herren. Die Jodelei, ist noch alles im grünen Bereich. Sieht man da nichts Besonderes so? Das ist etwas gerötet, das weist auf einen Virusinfekt hin. Haben Sie gehört, meine Damen und Herren? Virusinfekt! Ist das schlimm? Ist das was Schlimmes? Nein, ich hatte heute noch jemanden in der Praxis, der das auch überlebt hat, ich denke. Dankeschön. Das auch überlebt. Ja, gut, bleiben Sie kurz hier, Herr Frost, jetzt kommt Scooter. Das ist ein Scooter. Ja, die brauchen einen Arzt. Ja. Scooter, heute Abend bei uns, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Scooter. Scooter, bitte kurz auf. Können Sie direkt überprüfen. Hi. 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 Ja. Setzt euch mal kurz hin. Der Herr Frost, guck mal, ob bei euch noch alles klar ist. Ihr seht obwohl, nicht. Wir sind auch leicht angeschlagen. Ihr seid auch leicht angeschlagen. Tourstart. Ja, nehmen Sie ruhig das gleiche Stäbchen noch mal. Können Sie hier benutzen bei HP. Können Sie mal kurz abhören bei ihm hier? Meine Stimme ist schon. Hinten, ganz wichtig, hören Sie mal hinten ab, ob da alles klar ist noch. Raucher? Mal, hinten ja, abhören. Ja. Darf ich mal hier abhören? Ja, einmal hoch hinten. Okay, tief einen ausatmen. Tief einen ausatmen. Das klingt nicht gut. Eigentlich war das so lang. Hat sich das Trommelfell zerhauen? Ja. Entschuldigung. Ja, viel großen Applaus nochmal für Herrn Frost. Nehmen Sie kurz Platz, wenn wir Sie wieder brauchen, wir rufen Sie. Viel Zeit vergangen. Ja, kann man gut sagen. Wie lange ist es her? 3 Monate? Oder wann hatten wir die letzte offizielle Sendung? Stimmt. Das war schon eine Ecke. War der in Urlaub? Ja, ja, ich war in Südengland. Aha. Aber. Du? Ich war in Florida. Ach so. Mallorca. Seid ihr nicht mehr zusammen? Wart ihr getrennt in Urlaub? Das ist das Mindeste. Wo warst du noch? Irgendwo? Südengland. Da ist das Durchschnittsalter so bei 75 und das war richtig erholsam. Und man könnte auch ARD sein. Nee, also nicht weiter zu empfehlen, wenn man so ein bisschen Party machen will, aber ich wollte mich erholen, das war ganz gut. Gesundheitlich bei euch sonst alles okay? Du sagtest, du bist ein bisschen angeschlagen? Ja, gestern war Tourstart in Berlin. Ach ja, ihr seid jetzt auf Tour. Genau, Deutschland-Tour. Wie macht ihr das? Band rein, hinstellen? Ihr geht live auf Tour, Live-Konzerte, alles live bei euch. Alles live. Ja. Also wir haben 2 HD-Systeme auf der Bühne. Was heißt das? Das sind so Computersysteme, wo wir einen Teil-Playback so vorprogrammiert haben. Ach so. Dann haben wir jede Menge Equipment, also die ganzen Keyboards, Rick und Axel spielen dazu. Ja. Ich sing und schrei und heize Leute. Zweiteres eher. Und ihr seid ganz auf ganz Deutschland unterwegs. Ist das die neue Platte von euch? Als ihr das letzte Mal hier wart, da habt ihr euer neues Album vorgestellt, das heißt Sheffield! Und das ist jetzt eure neue Single, die heißt She's the Sun! Ist das richtig? Im Befehlston, genau. Ja. So, da seid ihr unterwegs in, in der Weltstadt Palen. Ja? Das war inoffizieller Tourstart. Ach so, das ist schon vorbei. Ja, ja. Gehen Sie gar nicht hin, hat keinen Zweck. War schon. Wo sind wir denn heute? Ach, ihr müsst heute noch weiter? Nee, ihr wart schon. Ja, ihr habt schon gespielt. Ihr habt schon in der großen Freiheit gespielt heute. Natürlich, meine Damen und Herren, wir sind live und das Konzert ist schon vorbei. So, und morgen spielt ihr in Bremen. Bremen, Leipzig, Herford, Sande, Köln, Offenbach, Würzburg. Ja, gut. Und wo ihr noch überall seid. Naburg. Was ist das denn? Weiß ich auch nicht. Und in Mengen. Ja. Was sind das so für Leute, die zu euren Konzerten kommen? Oder redet ihr da ungern?
Nee, ja, solche, also wie, solche wie Leute mit Musikgeschmack. Ja. Ne? Also von 14 bis 40 eigentlich alles vertreten. Ein darf ich mal fragen, können wir mal das Cover gerade von der Platte zeigen? Können wir gerade das Cover zeigen? Hier, wo sind wir? Da. Ja. Was ist denn das? Du, das bist du, ne? Genau. Und was trägst du da irgendwie? Die Fans nach Hause oder was? Eine leblose Frau. Was hat das zu bedeuten? Hat das was zu bedeuten? Also das Stück heißt She's the Sun und im Video hat der Regisseur sich überlegt, dass die Frau, die ist leblos und wird dann zur Sonne. Jetzt frag mich aber nicht, was. Mit Sicherheit nicht. Ja. Ja, ich war auch ein bisschen in Urlaub. Mal hier, mal da. Und ja, ich war bei den Ärmsten der Armen, meine Damen und Herren, in Dubai. Und habe mich da mal ein bisschen für Sie umgeschaut. Ja, Rab in Gefahr, meine Damen und Herren, in Dubai. Schauen Sie sich das mal an. Dienstag, 20. Juni 2000. Während sich Künstlerkollege Jürgen Drews auf der Sonneninsel Ibiza vergnügt, macht sich der verantwortungsvolle Moderator von TV Total auf eine Mission ins ferne Dubai, um den Bewohnern des Dritte Weltlandes unter die Arme zu greifen. Unter menschenunwürdigsten Bedingungen leben hier Millionen zusammengepfercht in schlimmster Armut. Ein Missstand, den Raab seit jeher tief berührt hat. Kein Wunder, ist der ProSieben-Star doch Nachkomme von Scheich Raab dem Zweiten. Mit einfachsten Mitteln macht sich Raab auf den Weg und bekommt sogar einen klasse Parkplatz in Ufernähe. Trotz der Strapazen der Reise meldet sich der Moderator noch am gleichen Abend aus der Wüste, um auf die katastrophale Situation der Beduinen hinzuweisen. Ja, liebe TV-Total-Freunde, hier bin ich mitten in der Wüste von Dubai. Übrigens, das ist der größte Klumpen-Crack, den Sie je in Ihrem Leben gesehen haben. Die ziehen wir uns jetzt rein, oder? Hm? Machat. Oh. Die Dankbarkeit des einfachen Volkes ist rührend. Für seinen aufrüttelnden Bericht bieten die Nomaden Raab sogar die Dorfschönheit an, die Raab aus reiner Höflichkeit annimmt und noch am gleichen Abend fünfmal pimpert. Allerdings nur, bis die Gute ihren Schleier abnimmt. Gleich am nächsten Tag macht sich der TV-Star auf, um das zerbrechliche Ökosystem Wüste genauer zu untersuchen. Die Schäden, die der Tourismus den Beduinen und dem Ökosystem zugefügt haben, machen dem versierten Biologen Raab schwer zu schaffen. Ja! Am 29. Juni meldet sich Raab direkt aus der Metropole Dubai. So, wir befinden uns jetzt hier in einem Zug. Das ist so Gewürz. Hier werden nur Gewürze verkauft. Es gibt einen Goldzug und einen Gewürzzug und einen D-Zug. Is it legal here? Weihrauch. Weihrauch? Yes. Legalize it. Ohne über mögliche Gefahren nachzudenken, folgt Stefan dem Einheimischen in seine Gemächer, in denen er eine Geselligkeit vorfinden soll, die hierzulande kaum mehr denkbar ist. Stoned wie drei Kamele macht sich Raab wieder auf die Socken in Richtung Wüste, um nochmal vier Nummern nachzuschieben. Nach 9 Nummern und 4 Tüten ist der Ausnahmemoderator derart ausgehungert, dass er sich entschließt, die traditionelle arabische Küche zu testen. Hallo, ein 6er Chicken McNuggets mit süß-sauer und ein Sparmenü. Eigentlich hatte der Moderator zu diesem Zeitpunkt mehr als Menschen Mögliches für das Entwicklungsland Dubai getan. Trotzdem, am 30. Juni deckt der Kämpfer für Humanität einen Missstand ohnegleichen auf. Komm mit, das glaubst du nicht. In einem Slumviertel leben Hunderte von Menschen komplett ohne Heizung, sodass sich im Wohntrakt eine faustdicke Eisschicht gebildet hat. Wie ein Krankenhausclown versucht Raab, die verzweifelten Besucher ein wenig aufzumuntern. Shall I show you? Ja, ja. Ice skating? Mit Erfolg. Doch dann entwickelt sich das Ganze in ein Märchen aus 1001 Nacht. Stefan verliebt sich in die Orientschönheit Sulaika und heiratet sie noch am nächsten Morgen. Und wenn sie nicht gestorben sind. Tja, das war's aus Dubai. Da habe ich nächste Woche mehr aus Dubai. Meine Damen und Herren,
bedanke mich, dass ihr gekommen seid. Ihr seid jetzt auf Tour überall kreuz und quer in Deutschland zu sehen, dass die neue Single schießt. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Scooter. Danke, Stefan. Scooter, den Platz. Tja. Meine Damen und Herren, seien Sie gefasst, was jetzt kommt. Ich sage Ihnen, das haben Sie noch nicht gesehen. Schauen Sie sich bitte mal diesen kleinen Ausschnitt an hier. Wer sich in den Friseursalon von Horst Kaminski wagt, der ist vor allem schamlos. Denn der Berliner Friseur ist Deutschlands einziger Anbieter von Zweithaar unter der Gürtellinie. Sind alle aus echtem Haar gefertigt und gibt es rein theoretisch eigentlich in jeder Farbe, ist in jeder Farbe herstellbar. Ich habe zurzeit nur in den drei Farben schwarz, braun oder blond. Tja, also, falls Sie noch nicht ganz mitgekriegt haben, es handelt sich hier um, ja, Schamhaar-Toupees. Ja, und es, ich weiß nicht, wie interessant Sie das finden. Ich finde das jedenfalls sehr interessant. Und deswegen habe ich diesen Mann nominiert für den Rat der Woche. Ist Horst Dieter Kaminski für seinen Schamhaar-Friseurladen. Herzlich willkommen, Horst Dieter Kaminski. Dieter Kaminski. Herzlich willkommen. Horst Dieter Kaminski, nehmen Sie Platz. Ich vermute schon, was Sie in Ihrem Köfferchen haben. Ja. Ja. Sie nehmen der Tatsache, dass Sie ein richtiger Friseur sind. Das heißt, Sie schneiden auch Haare auf dem Kopf. Das ist richtig. Ja. Fertigen Sie Schamhaar-Toupees an. Ja. So. Für wen? Tom Jones. Für Tom Jones. Ja, Tom Jones. Manche Leute tragen das am Kopf. Ja, ja. Das auch. Solche Frisuren. Das soll es vorsehen. Ja, aber ich mache es auch für. Ich verkaufe Haare, also auch überall. Ja. Können wir das mal gerne, sehen, wie das aussieht? Gerne. Darf ich mal so einfach so Köfferchen aufmachen hier? Mal schauen hier. So. Ach, muss von meiner letzten Kundin sein. Habe ich vergessen. Vorbereitete so. Gag, was? Na? Preisschild ist noch dran. Ja, ja. Das ist krass, das ist geil. Ja. So, das sind. Das sind Schamhaar-Toupees, ja. Die werden quasi so angetappt. Ja. Das sind die aus was für Material sind die? Ist das echt Haar? Das ist echtes Haar. Echt Haar, also. Aber Kopfhaar. Ach, das ist Kopfhaar, okay. Anpassen. Wer hat denn so ein Kopfhaar? Ja. Außer Uli Potowski. Aber gerne, ja. Mhm. Ja, gibt es in verschiedenen Haarfarben auch. Ich habe verschiedene Haarfarben da. Ja. In der Zwischenzeit auch mehrere. Schönes Rot. Ja, schönes Rot. Ja. 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 Leuchtend, ne? Ja. Ja. Eni van der Maiklok, jetzt kennen Sie. Alte Viva-Kollegin von mir. Ja. Sieht gut aus, so. Oder? Sie sieht schlecht aus. Das finde ich aber noch besser hier. Das finde ich aber. Bah, was ist das denn? Noch mal sehen. Auch gut, oder? Ja, oh, bitte. Wirklich, also wirklich sehr. Farben, schwarz. Das sind die verschiedenen Farben, die Sie anbieten. Ja, ich kann aber jede Farbe liefern. Ja, ich habe ein bisschen Schnupfen. Jetzt haben die auch in verschiedenen. Ja, ich habe auch schon. Hab eine verschiedene Geruchsrichtungen. Das kommt drauf an. Kommt drauf an. Das ist jetzt für. Dunkelhaarige, würde ich mal sagen. Hm? Also mal blond. Das ist blond, ja. Und so sehen sie noch aus, wenn sie noch nicht behandelt werden. Oh, weia, 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 weia. Das ist richtig gefährlich. Kennen Sie, kennt jemand von Viva 2, diese Moderatorin Charlotte Roach? Ja, kennt jemand? Soll ich sie mal gerade imitieren? Das sind, wir schauen vielleicht noch mal in diesen kleinen Bericht rein. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann gucken wir es gerade noch mal an. Vera Klim will das Erotik-Toupet testen und hat die Qual der Wahl. Die blonde Locke oder doch lieber das kleine Schwarze. Vera nimmt alle Exponate haarklein unter die Lupe. Doch nur eines hält der kritischen Prüfung stand. Das hat alles wunderbar gehalten. Es war wie immer ganz normal, natürlich. Und das Toupet hat seinen Härtetest bestanden. Ja, und das fühlt sich an, die Haut.
Im Stuhl überhaupt nicht, kratze nicht. Und so ist es schön, ein schönes Gefühl. Ah, kratze nicht ist ein schönes Gefühl. José, er hat die Hälfte noch im Gesicht gehabt, ne? Haben wir gesagt. Ja. Ist die. Das ist dann noch die Frage, was jetzt. Jetzt zu modischen Zwecken, ja? Ja, naja, jeden Tag eine andere Farbe, ne? Könnte man. Ja, selbstverständlich. Benutzen Sie selber auch? Nö, brauche ich nicht. Brauchen Sie nicht, ja, verstehe. Und könnte man jetzt zum Beispiel. Was kostet sowas, wenn ich das mal fragen darf? 195 Mark. Ah! Ist das auch so ein kleines hier? Auch so ein kleines. Ach, so ein kleines auch. Das ist ja speziell angefertigt. Ja, ja. So, ich gebe Ihnen das mal wieder alles zurück. Ja. So, also wir. Kann das sein? 180 Grad? Nein. Aber sieht nicht gut aus. 43 Grad, ist man da schon tot, Herr Frost? Ja, also. Bei 43 Grad ist man tot. Da hätte ich, glaube ich, wenig Hoffnung. Kann nicht sein, muss ein Defekt am Thermometer sein. Alles klar. Gut, bin ich tot halt. Ich trage meistens keine Unterhöschen. Das ist mein Lieblingssatz. Finden Sie nicht auch, dass es ein schöner Satz ist? Ganz schön bekloppt. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem Finale. Sie können abstimmen. 1, 2 oder 3. Wer soll den Rat der Woche mit nach Hause nehmen? Ich zeige Ihnen nochmal alle Kandidaten im Schnelldurchlauf. Und zwar heute dabei sind Josef Ecker, der Jodelmeister aus Bayern Scooter, unsere Kandidaten, unsere Sieger vom letzten Mal. Oder Horst-Dieter Kaminski für seine hervorragenden, ja, Schamhaar-Toupees. Das ist auch von Herrn Kaminski, oder? Natürlich. Natürlich, ja. So, wenn Sie abgestimmt haben, dann können wir jetzt schauen, ob unsere Wertung da ist. So, sehr spannend, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Heieiei. Oh. Oh, 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 den Jodellehrer haben Sie gesehen. Viel Spaß auf eurer Tour. Vielen Dank auch Ihnen. Meine Damen und Herren, Josef Ecker, herzlichen Glückwunsch. Setzen Sie sich wieder hin das nächste Mal. Jodeln wir dann weiter, ne? Natürlich. Ja. Finden Sie wieder Platz. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir mit Herrn Ecker das Jodeln in höchste Gefilde führen können. Ich bin gespannt. Sie wissen, diese Woche beginnen die Olympischen Spiele. Und damit Sie wissen, was neu dabei ist dieses Jahr, führe ich Sie da mal ein bisschen ein. Unser kleines TV-Total-Olympiastudio. So, werden wir Ihnen von Olympia mehr berichten und um die Atmosphäre zu schaffen, habe ich hier ein bisschen auch Geräusche mitgebracht, wie zum Beispiel, oder wenn was in die Hose geht, ja, damit kann man sehr gut kommentieren, zum Beispiel sowas hier. Ich trage meistens keine Unterhöschen. Ja, oder ich muss weg. Hol mir mal eine Flasche Bier. Tja, meine Damen und Herren, Sie wollen wissen, was bei Olympia für neue Sportarten am Start sind. Ich kann Ihnen das zeigen. Und zwar Radfahren, das kannten Sie bisher, war immer schon olympisch. Diesmal neu ist Mannschaftskunstradfahren. Schauen Sie bitte hier. Neu bei den Olympischen Spielen. Zack! Neu dabei bei den Olympischen Spielen. Mannschaftskunstradfahren. Auch neu dabei. Und jetzt seien Sie nicht überrascht. Neu dabei bei den Olympischen Spielen. Einparken. Passen Sie auf. Ja, seien Sie beruhigt.
Seien Sie beruhigt, Jürgen Möllermann ist nichts passiert. Tja, das war unser kleines Olympiastudio und davon werden wir Ihnen demnächst mehr zeigen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, was es bei Olympia alles gibt. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, mach es gut. Tschüss.